Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge hier im Einsteigerguide zu Elden Ring. In dieser Episode kämpfen wir uns durch den zweiten Teil von Elphael. In der vorherigen Episode haben wir uns quasi durch diesen Anor Londo angelehnten Teil geschlagen und nun geht's tief hinab mit großen Schritten zum Boss, der in diesem Gebiet oder am Ende dieses Gebiets auf uns wartet. Aber davor gibt es noch einige extremste Herausforderungen zu meistern. Also der zweite Teil steht dem ersten Teil in nichts nach. Und es geht auch gleich hier schon los. Wenn ihr über diese Äste-Wurzeln lauft und nach da unten schaut, ist eine Truhe. Tolle Truhe, die wollen wir haben. Problem, drei Kristalline. Ich weiß nicht, was From Software hier sich dabei gedacht hat, denn auf diesem engen Raum, das sind ja mal höchstens 25 Quadratmeter da unten, gegen drei Kristalline zu kämpfen, ein absolutes Unding. Ich empfehle euch das nicht zu tun, sondern stattdessen einfach hinzulaufen, euch die Truhe zu schnappen, die Beine in die Hand zu nehmen und wieder abzuhauen. Das Fäulnisschwert. Wenn wir es schaffen, das ist nämlich tatsächlich ein äußerst knappes Ding. Geschafft, schnell zurück, resetten und sich darüber freuen, dass man das gerade so überlebt hat und das Fäulnisschwert abgegriffen hat. Ich weiß nicht, also dass die drei da unten zu bekämpfen, man kann sie ja nicht mal einzeln rauslocken, denn sie schaffen es nicht über die Äste hierher, dass man ein bisschen mehr Platz hätte, um sie zu bekämpfen. Also ich glaube, hier darf man wirklich feige sein und die paar Runen, die hinterlassen, das lohnt nicht. Es ist tatsächlich, wir bekommen es gleich mit einigen besseren Gegnern zu tun, wo man tatsächlich sogar richtig gut Runen farmen kann, aber dafür müssen wir noch an einem ekligen Ort vorbei und dafür bereite ich mich jetzt mal ganz kurz vor. Wir wechseln die Wurfdolche zu den bewahrenden Boli, denn wir bekommen es jetzt mal wieder mit Fäulnis zu tun. Ich gucke mal, ob ich noch ein bisschen bewahrende Boli herstellen kann. Jawohl, das sieht schon besser aus. Gleich mal das Inventar verdoppelt diesbezüglich. Gut, dann noch ein Blick nach da hinten. Ganz ohne Bewachung, ausnahmsweise, liegt hier eine große Heldenrune. Auch ohne Hinterhalt und so weiter. Das ist man gar nicht gewohnt von Elden Ring. Naja, schwierig genug wird es hier. Hier ein kleines bisschen wieder Äste und Wurzelgelatsche balancieren, nicht runterfallen. Und das, was ihr hier unten seht, diese rotbraune Suppe, ist tatsächlich Fäulnis verseucht. Ihr werdet dort relativ schnell mit Scharlachfäule infiziert werden. Es gibt glücklicherweise kaum Gegner, bis auf die Wiederkehr alter Bekannten, die man eigentlich sehr gerne vergessen wollen würde. Nämlich diese, ich weiß nicht, was das ist. Das ist eine Mischung aus Tausendfüßler, Ameise, Spinne und gemeingefährlichem Dolch. Dolch am Ende eines langen Speers. Eine Kleve, Hellebarde, was auch immer das ist. Jedenfalls lassen sich die auch ganz gut Schild kontern und so staggern. Sie sind nach wie vor ziemlich gefährlich, weil im Fernkampf haben sie natürlich diese Spinnweben, die sie auf einen feuern, die ordentlich Schaden verursachen. Bleibt also in ihrer Nähe am besten. Auch wenn sie sehr gerne sehr geschwind umherhuschen. So, hier unten kommen wir dem Viech mal ein bisschen zuvor. Drop Attack, schwerer Angriff. Staggern, umhauen. Hier oben ist diese Pampe so tief, dass wir nicht rennen können. Und auch nicht, Rollen bringt nichts, Springen bringt nichts. Man muss sich hier langsam durchwarten. Auf dem Weg von einem sicheren Fleckchen zum nächsten. Und wenn ihr jetzt die Köpfe hier aus dem Siff hier rausragen seht, das sind die kleinen Versionen dieser blöden Viecher. Und die können auch ordentlich Schaden verursachen, wenn ihr sie nicht vor euch erwischt oder sie euch vor euch erwischen. Immer auf den Lebensbalken achten, weil die Scharlachfäule natürlich auch gut reinhaut in den Lebensbalken. Beobachtet den Siff gut und jedes Mal, wenn sie sich rausrecken, draufschlagen. Hier fliegen überall die ionischen Schmetterlinge rum. Seltenes Crafting-Material. Wenn ihr sie einsammeln wollt, tut das. Ich werde mal möglichst schnell hier aus dem Fluss rauslatschen. Gott, nochmal heilen. Jetzt kann ich Boli zu mir nehmen. Wunderbar. So fühlt sich das gleich schon besser an. Komme ich an die ran? Jawohl. So, weiter geht's. Lasst euch hier auf diesen Ast fallen. Und dann an dieser Stelle wird es ein kleines bisschen knifflig, denn hier ist auch... Ja, ich habe dich schon gesehen. Zu dir komme ich noch. Wir heilen uns sicherheitshalber mal.
Hier an dieser Stelle ist es ein bisschen knifflig, sich herunterfallen zu lassen, weil an dieser Stelle irgendwie die Umgebungsabfrage dieses Astes merkwürdig ist. Kann sein, dass ihr abrutscht. Also seid vorsichtig und möglichst wenig Momentum nach vorne sich runterplumpsen lassen. So, bevor ihr jetzt irgendwas weiter tut, zum Beispiel da oben euch da hochschlagen, den Gegner bezwingen, der uns gerade beschossen hat und dann darüber, macht euch das Leben nicht so schwer, wie es sein sollte. Wir gehen mal ganz kurz eigentlich schon Richtung Boss, aber nutzen diese Chance, um einen Ort der Gnade zu aktivieren, der einfach näher an diesem Geschehen da oben dran ist. Und ihr beim Scheitern, was vielleicht passieren könnte jetzt gleich, nicht unbedingt immer durch diesen See warten müsst. Weil das ist langwierig, es ist langweilig, es kostet Scharlachfäule und Boli. Deswegen aktiviert das hier. Ich setze mich noch kurz nieder. Flaschen wieder auffüllen. Und geht die Sache von hier aus an. Deutlich ungefährlicher. Der Weg ist zwar jetzt auch nicht der kürzeste, aber ihr kommt wenigstens mit vollem Leben und maximalen Flaschen da oben an. So. Also, nun nach da oben abbiegen. Diese rosafarbenen Schmetterlinge, die so ein bisschen wie Zelda-Feen aussehen, die sind nur Kulisse, die könnt ihr nicht einsammeln. Aber jetzt müsst ihr euch den hier krallen, der meistens im Halbkreis um euch herumläuft und dann in der Regel nach da unten fällt und überlebt. Das hier. Jetzt ärgert er sich, dass er da runtergefallen ist. Das ist euch egal. Ignoriert ihn einfach. Und nun geht es tatsächlich auf diesen Ast, den ich hier oben erwähnt habe. So. Und hier kommt es zu einem optionalen Miniboss. Auch hier altes Wiedersehen eines alten Bekannten, der auftaucht, so wie ihr diesen See betretet und der viel Platz beim Bekämpfen braucht. Wenn er auftaucht, werdet ihr wissen, warum. Es ist so, ich kann euch nicht empfehlen, hier auf diesem Rand zu kämpfen, weil es hier sicher ist vor der Scharlachfäule, denn der Bursche schubst ganz gerne und wie gesagt, ihr braucht viel Platz zu manövrieren und das hat dann schnell zur Folge, dass ihr hier abstürzt. Glücklicherweise ist dieser See hier nicht so tief wie dieser da oben und ihr könnt ohne Bremse auch hier gut manövrieren, laufen, rollen, springen, was ihr tut. Deswegen empfehle ich euch tatsächlich auch, wenn ihr euch Scharlachfäule einfangt, hier in diesem See zu kämpfen. Da ist keine Absturzgefahr und ihr habt genug Platz. So, los geht's. Da ist er. Tree Spirit is back. Und er macht genau das, was ich am Anfang überhaupt nicht haben wollte. Gleich mal die Grab Attack, Instant Kill. So schnell kann es gehen. Und das ist auch einfach der Grund, warum ich euch empfohlen habe, den Ort der Gnade weiter unten zu aktivieren. Denn jetzt können wir ganz schnell wieder zu dieser Stelle. Und ich zeige euch, wie das ganz zügig geht. Auch mit diesem einen Gegner, der da wartet. Dass er gleich mit der Grab Attack anfängt, ist halt auch mal wieder das... ja. Passiert. So, hier hochrennen. Um die Ecke. Und den Burschen erledigen, bevor er euch sieht. Wie gesagt, er rennt meistens dann... Oh, das ist ganz selten, dass er das macht. So. Schluss mit dir. Schaut mal. Allein der hat 30.000 Runen gegeben. Weil er diese leuchtenden Augen hat und deswegen einfach das Fünffache an Runen gibt, ist das hier auch schon mal ein super Farming-Spot, wenn ihr euch die Laufwege immer ja, schenken oder geben wollt. 31.000 Runen durch diesen einen Gegner. Puh. Eppa. So, second try. Ich wollte direkt hinter ihn, weil ich dann ein bisschen mehr Zeit habe. Achtung, er hat ja früher immer diesen Lichtzauber gehabt, mit dem er um sich herum geballert hat. Jetzt ist es Scharlachfäule. Das ist deutlich gefährlicher als vorher. Bleibt immer an ihm dran, umkreist ihn. Wenn er diese Stampedes und Steppy-Stomps hat, immer schön zur Seite ausweichrollen. Heilen, so wie es geht. Nicht markieren, weil sonst die Kamera verrückt spielt. Es ist undurchsichtig, definitiv. Aber
Wenn ihr an ihn dranbleibt, ihm in die Flanke haut, ist es eigentlich weitgehend ungefährlich. Nur wenn er sich aufbäumt und anfängt rot zu leuchten, müsst ihr Abstand nehmen, weil dann spuckt er Scharlachfäule um sich herum. Jetzt werde ich übermütig. Gerade nochmal heilen können. Das hätte jetzt ganz schnell ganz böse ausgehen können. Da war die Gier zu groß. Wir bekommen eine goldene Saat. Brauche ich nicht mehr. Ich habe schon meine maximalen 14 Flaschen. Aber bewacht hat er eine große Gräbertallilie zum maximalen Ausbauen eurer Kriegsaschen. Kampfaschen, NPC-Aschen. Und jetzt müssen wir ganz schnell heilen. Und sind hier drüben fertig. Hier an dieser Stelle findet übrigens auch die Millicent-Quest ihr potenzielles vorläufiges Ende. Falls ihr die verfolgt, gibt es hier viele wichtige Ereignisse. Aber zu Millicent mache ich natürlich eine eigene Questlinie. Ein eigenes Video. Hier sollte es erstmal darum gehen, durch den unteren Teil des Harlekbaums zu kommen. Und das machen wir jetzt. Ich packe die Boli wieder aus meiner Leiste. Die brauchen wir nicht mehr. Dafür die Wurfmesser wieder. Jetzt geht's aus dem Abwasserkanal heraus in den äußeren Ringwall und da unten in den Innenhof. Aber auch hier müssen wir kennen das schon vom vorderen Teil von LVL, erstmal über so ein paar Äste und Wurzeln laufen. Dann drehen wir hier um, springen auf diesen Ast. Nein, Quatsch, wir springen hier runter. Ihr könnt hier auch mal gerne einen Blick riskieren, aber da gibt es keine Items. Generell gibt es hier oben überhaupt nichts einzusammeln. Das erste, was wir einsammeln können, ist das da unten auf dem Balkon. Aber das machen wir nicht, das holen wir später. Wir klettern erstmal hier wieder hoch. Und betreten das Dach dieser Kirche, die eingebettet ist in diese große Burgmauer. Es ging ja auch noch weiter. Man könnte auch hier quasi durch einen sehr riskanten Sprung wieder nach oben, oben zurück und wieder da, wo man hergekommen ist. Aber auch da oben gibt es nichts einzusammeln. Könnte also gerade bleiben lassen, diese Erkundung. Wir lassen uns jetzt hier runter auf diese Balken fallen. Wechseln zu den Wurfmessern. Jeder Zauberer wechselt zu seiner Fernkampfmagie und dann ballert diese Burschen hier weg. Diese kleinen Insekten. Die sind extrem magieanfällig, also jeder, der hier mit Magie hantiert, freut sich jetzt gleich, wie schnell die aus den Stiefeln geballert sind. Aber ihr solltet sie wirklich aus der Entfernung platt machen. Denn die Großen sind schon schlimm genug. Und wenn ihr jetzt da runter geht zu diesem Großen, habt ihr es mit drei von den Kleinen zu tun gleichzeitig. Und mühsam. Ich muss auch immer darauf achten, dass ich bei jedem Wurf einen kleinen Schritt nach vorne mache. Und das muss ich einkalkulieren in meine Angriffe. Bloß nicht runterfallen, Daniel. So. Unter uns ist auch noch einer. Da. Den können wir erledigen, indem wir jetzt darüber gehen. Solange ich den anderen... Jawohl. Kostet ohne Ende Wurfmesser, ich weiß, aber wenn nicht hier, wo dann? Und Drop Attack. Bam. Fall runter. Ist mir egal. Hier gibt es den Drachen-Großschild-Talisman. Ey, lass mich erzählen. Der ist relativ weit oben. Wo haben wir ihn? Hier. Erhöht die Resistenz gegen körperlichen Schaden enorm. Nehmen wir. Für mich als Tank und Damage-Dealer in einer Person ein super Talisman. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, sich hier auf die Zwischenebene runterfallen zu lassen. Nehmt bitte nicht diese Seite, da geht es nicht weiter. Hier rechts ist nämlich noch ein Außenbereich und den erreicht ihr nur, wenn ihr euch hier runterfallen lasst. Immer in Bewegung bleiben, es kann sein, dass der unten mit Spinnweben spuckt. So, hier bekommen wir einen heranwachsenden Schmetterling. Crafting-Material, auch der selteneren Natur. So, die sind jetzt zu zweit, das ist ein Problem. Ups, ich heile mich nochmal. Ey. Wo ist denn der, der verletzt ist?
Das ist der hintere. Mal sehen, ob ich hier runterspringen kann, ohne den anderen zu aktivieren. Jawohl, das ging gut. Markieren. Halt, jetzt kommt der Große. Uiuiui. Weichen wir mal ein bisschen zurück. Vielleicht verliert dann der andere Interesse. Zwei gleichzeitig zu bekämpfen, auch wenn sie einen, insbesondere dann, wenn sie einen einklammern, würde ich nicht empfehlen. Wenn er sich jetzt hier in die Ecke manövriert, umso besser. Sehr gut. Und bevor wir den Großen jetzt hier reinlocken, machen wir den Kleinen ebenfalls Platz mit allem, was wir per... Hallo? Im Fernkampf zur Verfügung haben. Komm her. Jetzt habe ich den Großen getroffen. Schön in den Bobbes. Und ich habe keine Wurfmesser mehr. Macht nichts, wir sind... Oi! Seht ihr mal? Ein Großer und ein Kleiner gleichzeitig zu bekämpfen, ist schon knifflig genug. So, Ruhe ist jetzt hier. Äonischer Schmetterling. Da ist der Kleine. Ich dachte doch. Es fehlt noch einer. Gut, auch hier eine klitzekleine Empfehlung. Wir können jetzt noch den großen Innenwall, Innenhof erledigen, bezwingen. Und da ist auch der Moment, wo im Grunde das Runenfarming beginnt. Aber zuvor gehen wir ganz kurz hinunter zum Bossareal, um dort den Ort der Gnade zu aktivieren. Einfach um auch hier nicht jedes Mal wieder so einen langen Weg über die Dächer und die Äste gehen zu müssen. Aktiviere ich das Ding hier ganz kurz. Und dann kehren wir wieder zurück. Ich raste jetzt nicht, weil sonst ist die Kapelle oben wieder voll mit den Spinnenviechern. So. Und hinaus. Wir haben zwei Möglichkeiten. Rechts oder links. Das ist vollkommen egal, wie er das angeht. Es geht beides in eine Sackgasse hinein. Kablusch. So. Gehen wir erstmal hier lang. Hier ist ein Gebiet, das randvoll ist mit diesen Viechern. Kleine wie große. Ich empfehle euch, weil die sich sehr gut in ihre Umgebung einfügen und nicht so sichtbar sind wie die Großen und die hier jetzt einfach so rumstehen, einfach mal so aus Verdacht heraus in die Gegend zu markieren, damit ihr keine überseht. Hier geht es übrigens, kann ich euch mal zeigen, wir klettern mal hoch. Ein klitzekleiner Rückweg, aber auch hier nicht wirklich was einzusammeln. Nur eine sehr lange Leiter. Ja. So. Aber da hättet ihr quasi auch von drüben quasi hierher kommen können. Hättet die Kirche überspringen können, wenn ihr das wolltet. Aber ihr müsst früher oder später sowieso da rein, um eben zum Boss hinabzukommen. Insofern ist das zwar ein Alternativweg, aber er vermeidet leider nicht, dass ihr trotzdem irgendwann durch die Kirche müsst. So, weiter geht's. Anpirschen. One-shotten. Fröhlich sein. Jetzt gucken wir mal, ob hier sind auch kleine Burschen. Ich wechsle mal zu anderen Wurfmessern, dass ich die ein bisschen voneinander trennen kann. Ich habe noch genug. Ansonsten crafte ich neue. Wobei ich jetzt wahrscheinlich da wieder in den Boden werfe vor ihnen, ne? Garantiert. Schauen wir mal. Oh, das streut. Vielleicht keine gute Idee. Ich nehme andere. Das erinnert an die Kunai von Lady Butterfly aus Sekiro. Wow. Schildkonto durch kritischen Treffer und mein Talisman hole ich mir natürlich Leben zurück. Wunderbar.
Okay, nehmen wir was anderes. Wie wär's mit vergifteten Pfeilen? Die kann ich zwar nicht vergiften. Aller Wahrscheinlichkeit nach und wenn, dann würde es eh nicht viel bringen. Aber zum Aufmerksamkeit erregen, taugt es allemal. Ich liebe es, wenn sie in ihrer Panik im Kreis um mich herumrennen und sich dann irgendwo verheddern. Das passiert ja sehr häufig, weil es halt einfach viele Hindernisse gibt. Eine Seuchenklebe. Dürfte nicht die erste sein, die ich finde von denen. Eine Geistertalie 7. Dann heilen wir uns mal und weiter geht's. Es wird nicht einfacher, jetzt beten sie nicht nur, sondern patrouillieren auch. Und den Burschen versuchen wir mal herzulocken. Wenn er kein direktes Sichtfeld hat, dauert das ein Weilchen, weil er sich nämlich anpirschen möchte. Thank you. Next. Geht nicht zu nah an diese große Gruppe dran. Da solltet ihr wirklich geduldsam sein und die kleinen Viecher einzeln anlocken. Wenn die alle auf euch zustürmen, dann fliegen Spinnenweben von allen Seiten auf euch zu. Ihr werdet dadurch gestaggert. Die kommen in den Nahkampf mit ihren Kleven. Ayo. Ich glaub's ja nicht. Ah, sie beten noch. Ich dachte schon, sie sind jetzt auf... Oh, sind sie. Okay. Ich bin zu nahe gekommen. Aber kein Problem, wir nutzen den Baum. So sollte man es nicht machen. Aber es ist vielleicht ein gutes Zeichen, euch das mal zu zeigen, wie es klappt, wenn man wirklich alle auf sich, gegen sich aufbringt. Dann heißt es mobil sein, immer den Baum als Deckung nutzen und schön brav alle einzeln ankommen lassen. So, der eine ist runtergefallen, das ist perfekt. Wir haben noch genug Flaschen, kein Problem. Oh, nicht schlecht. Beim Runterfallen. Wunderbar. Wir lassen ihn zu... Noch eine Seuchenklebe, na gut. Wir lassen ihn zu uns kommen. Wir gehen garantiert nicht ins offene Feld, um ihn zu bekämpfen. Schön um den Baum herum geschossen. Ist er jetzt wieder runtergefallen? Oh, gut. Komm ich halt zu dir. So, der nächste ist platt. Habe ich jetzt im Eifer des Gefechts so ein paar mehr aktiviert. Jawohl. Sie sind und bleiben extrem nervige Viecher. Und anspruchsvoll. So, da war noch ein kleiner irgendwo. Ja, hier. Gut. Bewacht haben sie die Klangperle des Geister-Tat-Lilienpflückers 3 für eure Händlerinnen im an der Tafelrundfeste. Geister-Tat-Lilien 9. Hier noch kleines Gekröse. Und rechts oben der Chef der Truppe, der auch schon angerannt gekommen ist. Noch eine Geister-Tat-Lilie der Stufe 8. Und eine Numen-Rune. Super Funde.
Das war jetzt der eine Teil, die eine Hälfte dieses Innenwall-Innenhofs. Jetzt laufen wir an der Treppe oder an dem Eingangstor zur Kathedrale, Kapelle, Kirche vorbei in den anderen Bereich. Da haben wir es jetzt nicht mehr mit diesen Viechern zu tun, sondern mit Elfael-Soldaten. Und die meisten davon gehören zum Elite-Status und sind unfassbar anspruchsvoll. Die machen echt viel Stress. Und auch hier fügen sich die Soldaten allesamt, wenn sie nicht gerade Fackeln tragen, gut in die Umgebung ein, sitzen an Bäumen, an Grabsteinen und sind so extrem gut getarnt. Also auch hier vorsichtig sein. Einfach mal so ins Dunkle markieren und da sieht man schon einen weiter unten. Oder er ist hinterhältig und wartet hier ums Eck und hat uns schon gesehen. Das ist jetzt einer von den Elite-Soldaten, von denen ich gesprochen habe. Echt üble Kandidaten, aber ihr dürft auf keinen Fall viel Abstand nehmen, weil die nämlich anfangen sich zu heilen und zwar voll, wenn ihr zu weit weg seid. Wuchtige Schläge können schnell große Distanzen überbrücken, machen wahnsinnig viel Schaden und kosten viel Ausdauer, wenn man die Schläge wegblockt. Backstabs sind auch hier wieder das Maß aller Dinge. Wenn er mich mal lässt. Aber ihr seht, wie tanky die sind. Das ist unglaublich. Selbst mit so einem Backstab habe ich ihn jetzt erst zur Hälfte runtergeprügelt. Glücklicherweise schwere Waffen und Blutungsschaden sind deren Kryptonit. Aber auch nur einfach zu bekämpfen, in Anführungszeichen, wenn man sie einzeln bekämpft. Wir haben jetzt hier gleich ein Problem, dass wir es mit der ganzen Gruppe zu tun bekommen. Und die auseinanderzuziehen oder einzeln zu bezwingen, ist fast unmöglich. Und deswegen müsst ihr jetzt hier gutes Geschick beweisen. Und vor allen Dingen erstmal die beiden Burschen hier und den hier erledigen, damit die euch nicht in die Quere kommen. Sonst habt ihr gleich 6, 7 Leute an der Backe. Und das ist schnell euer Untergang. Das sind glücklicherweise nur ganz normale Soldaten. So, jetzt kommen 2 normale und 1 dicker. Beeilt euch und macht... Selbst die heilen sich, ne? Ne, die buffen sich und spucken dann Gift. So war's. Gehen wir drumrum. Ich zieh mal den einen weg, damit ich... Jawohl. So, jetzt seid mobil. Bewegt euch. Zieht sie auseinander. Der Speerträger ist in der Regel immer ein bisschen passiver. Der Kleine zumindest, der Große, macht immer Ärger. Der hat extrem wuchtige Schläge und kann große Distanzen schnell überbrücken, also seid vorsichtig. Auch hier, wenn ihr es schafft, zu backstabben oder mit schwerem Waffeneinsatz Blutungsschaden zu verursachen. Au. Gerne dazu. Jetzt hat er sich geheilt, wieder voll. Das ist immer sehr bitter. Ich war nah genug dran. Der andere ist jetzt auch da. Eigentlich hätte der Kampf schon längst zu Ende sein sollen. Okay, das... Wow, ich hab's überlebt. Da hat er getörtelt. Zaubern kann er natürlich auch, klar. Warum nicht? Aber er hat jetzt auf jeden Fall keine Heilflasche mehr. Wir schnappen uns Michaelas Lilie. Die wachsen hier tatsächlich auch zuhauf. Ihr müsst nur genau hinschauen. Die sind auch hier leicht zu übersehen in diesem roten Gestrüpp. Ebenfalls seltenes Crafting-Material mitnehmen. So, jetzt gucke ich mal, ob ich es schaffe, mit der letzten Heilflasche hier noch komplett den gesamten Friedhof abzugrasen. Spannend, spannend. Aber den schlimmsten Wust haben wir erledigt. Harligbaum, Sonnen, Soldaten, Wappenrock. Hier kann man sich gut eindecken mit dem ganzen Set, wenn man das denn möchte. Auf Verdacht hin überall markieren. Nein, hier ist nichts. Adernblatt. Jetzt bekommen wir es wieder mit 2 Elite-Soldaten zu tun.
Der eine ist da hinten, hat einen Bogen, einen Großbogen, und der andere sitzt hier. Beide sind unaufmerksam. Nein. Nein. Das lassen wir schön bleiben. So. Es ist echt gutes Loot. Und schaut mal auf meine Runen-Counter. Also insofern, diese Soldaten hier sind ganz toll, um Runen zu farmen. Es ist zwar eine Herausforderung, ihr seht es, aber es ist gemessen an dem Aufwand und der Gefahr, absolut legitim, hier Runen zu farmen. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Stelle. Es ist auch so eine typische Stelle für Endgame, From Software, vor einem heftigen Boss, hier nochmal sich ein bisschen aufzufreshen, sich zu verbessern, mehr aus seinem Charakter rauszuholen in kurzer Zeit. So, die Burschen ignorieren wir jetzt erstmal, denn ich muss gerade mal kurz gucken, ob das hier oben, ob ich schon eine Ebene zu tief bin. Nein, es ist genau richtig. Jawohl. So, hierhin. Hierhin. Backstabben. Am besten den Speerträger, der ist einfach schwerer zu bekämpfen. So, das sind glücklicherweise zwei normale Soldaten. So, und warum sind wir jetzt den Weg da oben rumgegangen? Denn wir kommen nur so auf diese Ebene hier, wo es nochmal Michaelas Lilien gibt. Und ein Bogenschütze, der euch dann hier nerven würde, würdet ihr von der anderen Seite kommen und ihr würdet ihn nicht mehr erreichen können ohne Fernkampf. Also, lieber so. Und auch der ist die Kürze der Elite. Ist entsprechend gefährlich, es sei denn, er lässt sich jetzt hier schön, bis er seine Waffen gewechselt hat, von mir kaputt prügeln. Haha, wunderbar. Leider hat er nichts bewacht, bis auf die Lilie hier hinten. Schade. Aber hier kann man echt gut abgrasen. So. Dann kommen wir noch zu den beiden Scherzkeksen rechts über mir. Und dann ist auch der Teil des Friedhofs und Innenhofs erledigt. Leuchtende Augen, das heißt fünffach. Runen. Leider ist es nur ein normaler Soldat. Nehmen wir trotzdem. Weil mal so salopp 12.600 Runen. Wunderbar. Diese Armee an Gegnern, Ameisen, Spinnenwesen, Schrägstrich und die Soldaten hier. Es sind nicht wenige, es sind nicht ungefährliche. Der ganze Innenhof hier, ja, nicht von schlechten Eltern. Aber wir gehen mit ordentlich Runen hier raus und können jetzt noch kurz vor dem Boss so noch vereinzelte Sachen einsammeln. Und dann haben wir Elphael bezwungen. Juhu. Hat aber zwei Episoden gedauert. Glücklicherweise haben wir es jetzt mit keinen Gegnern mehr zu tun. Also wieder hinab. Aufzugpfad. Es gibt gleich noch eine. Wieder in die andere Richtung. Und doppelt so lang als diese Fahrt. Das ist nämlich eine Abkürzung zum ersten Teil von Elphael. Ja, das ist ein sehr merkwürdiges Blumenkonstrukt und schon mal ein kleiner Teaser zum Bosskampf, der hier wartet. Kleidung der Reisenden, Armschutz der Reisenden und Stiefel der Reisenden. Wer auf Reisen gehen möchte, kann jetzt das guten Gewissens tun. Und hier ist der Aufzug. Ich zeige es euch nur mal kurz, wo man da rauskommt. In der letzten Episode habe ich euch die Leiter zu dem Turm und diesem Aufzug gezeigt, habe aber gemeint, da gehen wir nicht hin, weil da müsste man den Erdtree-Avatar, der da unten patrouilliert, schon früher bekämpfen. Und wenn man hier die Leiter runterkommt, sieht er einen, beschießt einen schon. Keine gute Stelle, um hier den Kampf zu beginnen. Aber das ist eben auch die Abkürzung zurück zu Melania, dem Boss, der hier wartet. Ganz schön schneller Aufzug, ey, meine Herren. Beim Hochfahren drückt ihr doch einen voll in den Boden rein. Wir drehen noch um. Können hier noch ein paar ionische Schmetterlinge einsammeln.
Diese ganzen Wände sehen aus wie Illusory Walls, irgendwie sehr verdächtig, sind aber keine. Die nehmen wir alle mit. Und werden jetzt endlich rasten und nochmal einen mindestens Level Up mitnehmen. Stufenaufstieg. Mehr Schaden. Den werde ich jetzt brauchen. Und dann gehen wir noch auf 160.000 hoch. Das kriege ich hin. Wir haben große Runencontainer eingesammelt. Hier allein die sind schon, jawohl. Das ist ja perfekt. Dann nehmen wir die beiden. Auswahl nutzen. Zack. Da sind wir auf 160.000. Noch ein Level Up. Ich nähere mich dem Doppelsoftcap hier. Sehr schön. Aber 800 Schaden. Das ist etwas, was man gut brauchen kann in dem Kampf. Gegen Malenia, Mikellas Klinge. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, aber es ist tatsächlich einer der legendärsten und berühmtesten Bosse in Elden Ring. Nicht nur, weil er bockeschwer ist, sondern weil er auch meiner Meinung nach grandios designt ist in seinem Stil, in dem, was er von einem fordert und wie toll dieser Kampf inszeniert ist. Ein absolutes Highlight für mich und ich hoffe auch für euch. Das gehen wir dann in der nächsten Episode an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Ich würde mich sehr über einen Daumen von euch freuen, wenn es euch gefallen hat. Und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye. Und macht's gut.